Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir den Angriff aus Valm abgewehrt und danach sehr viele interessante Informationen gesammelt. Also das Spiel hat ja schon vor einiger Zeit eigentlich Fahrt aufgenommen, aber es kommt irgendwie immer noch mehr dazu und immer noch mehr, was mich verwirrt, aber es ist einfach awesome. Und ja, wir sind jetzt hier in einer kleinen Schlacht gegen ganz viele Untote und wir sehen auch schon 26 Gegner, das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, meine Einheiten hatte ich schon durchgeguckt. Ich hatte, glaube ich, Sumia außen vor gelassen, weil sie ja aktuell keinen Partner hat. Und deswegen dachte ich mir, damit sie nicht alleine auf dem Feld irgendwie dann rumstehen muss, das hat ja beim letzten Mal nicht so gut funktioniert, lasse ich sie lieber außen vor und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Dann legen wir einfach mal los. Huch, was ist das? Eine Wolke aus Krähen? Ihr Götter, sie kommt direkt auf uns zu. Kra, kra, habt ihr euch verlaufen? Was ist das für ein Kraus hier? Wer spricht da? Zeig dich. Beim Atem der Götter, diese verdammten Vögel versperren die Sicht. Weg mit euch, husch, hinfort. Was ist los? Eine Katastrophe? Mein Humor ist heute mal wieder vogelfrei. Siehst du nicht, dass wir hier gerade ein klein wenig beschäftigt sind? Ich dachte fast, du wärst furchtbar nett, doch jetzt sehe ich nur Furcht. Ich würde euch viel Glück beim Töten dieser Monster wünschen, aber die sind ja schon tot. Das ist uns auch schon aufgefallen. Warte, einen Moment, was? Die Krähen wollen mir etwas sagen. Kra, kra, oh kra. Leute, redet mal nicht so undeutlich. Wie war das Wort noch gleich? Wie sagt man das? Felle? Fülle? Ach, Falle, genau. Sie sagen, ihr steckt in einer Falle. Verdammt, das wissen wir doch, ihr Götter. Wie kommen die bloß alle her? Nun, wenn ein Mami-Monster und ein Papi-Monster sich sehr, sehr lieb haben, vielleicht sollten wir dich einfach den Untoten überlassen. Aber ich schwärme doch für deine Sache. Ich kann euch sicher helfen. Mit meiner Magie, ja. Eine Krähe heckt der andere schließlich kein Auge aus. Deine Robe. Ein Dunkelmagier aus Plegia. Warum solltest du uns helfen wollen? Au, lasst euch nicht von meinem Humor täuschen. Ich bin gut darin, Dinge zu töten. Die meisten lustigen Menschen sind das. Das muss irgendwie am Humor liegen. Schon mal einen Narren nach Feierabend erlebt? Das sind echt kranke Kerle. Au, und denkt dran, die Festung im Auge zu behalten. Darin warten mehr Monster, um uns zu töten und bestimmt auch aufzufressen. Was zur Hölle? Also, leider Gottes kann ich mich mit seinem doch sehr flachen Humor ziemlich gut identifizieren. Das ist schon traurig. Henry habe ich gesehen. Dunkelmagier. Level 12. Verderben. Was zur... Huh. Du könntest bestimmt auch Nosferatu benutzen. Das wäre ziemlich cool. Und Elfenlicht. Heißt das, Dunkelmagier können auch normale Magie benutzen und nicht nur Dunkelmagie? Habe ich nie ausprobiert. Wenn ich... Moment. Das ist garantiert der Partner für Sumia, der noch kommt. Weil es sollte ja noch einer kommen und das ist bestimmt Henry. Weil mir haben einige von euch in die Kommentare geschrieben, zum einen, dass der Typ vollkommen durchgeknallt ist und ja, ja ist er, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem. Und einige haben auch gemeint, dass er überhaupt nicht zu Sumia passen würde. Kann ich verstehen, also er ist doch ziemlich creepy. Ich finde ihn sogar auf eine Art und Weise noch gruseliger als Tarja mit seinem Humor, weil, ich weiß nicht, der ist so durchgeknallt irgendwie, so total fröhlich und lustig und zack, bringt er dich um. So kommt er mir vor. Deswegen, also ich habe vor dem doch ein bisschen mehr Angst als Tarja irgendwie. Deswegen, also Sumia und Henry, das klingt ziemlich falsch, aber ich werde es trotzdem tun, weil ich sehr gespannt bin, was daraus wird. Ja, ne? Also dann habe ich wohl einen neuen Dunkelmagier anstelle von Tarja, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Henry ist mega gruselig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von dem halten soll. Aber so sieht er eigentlich ganz nett aus. Nur sein Humor ist echt interessant. Gut, wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte ich Sumia vielleicht mitgenommen. Dann hätte man die gleich zusammenpacken können. Aber das konnte ich ja nicht wissen, dass wir den kriegen. Eine Anmerkung dazu. Einige von euch haben mir halt geschrieben, ne, von wegen, der Partner für Sumia kommt ja noch. Das haben wir in der Supportliste auch gesehen. Alles kein Problem. Ich bitte euch nur ein bisschen aufzupassen, was ihr schreibt. Weil einige von euch haben... sag ich mal, Andeutungen in die Kommentare geschrieben, dass dieser Charakter irgendwas mit Krähen oder Raben zu tun haben wird.
Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd, deswegen als der auf einmal hier stand mit seinen Raben oder seinen Krähen und Chrom schon gesagt hat, ich kann nichts sehen, da wusste ich halt schon, dass es ein neuer Charakter ist, weil ihr mich da doch so ein bisschen gespoilert habt deswegen. Das waren keine schlimmen Spoiler, weil es ja nur Andeutungen waren. Ich bitte euch nur, da ein bisschen drauf zu achten, weil das war in dem Fall jetzt schon ziemlich eindeutig, dass das zu dem gehören sollte. Aber so viel dazu. So, packen wir erstmal wieder zusammen. Zack. 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 Euch beide. Aber dann habe ich ja wohl meine Armee soweit fertig, ne? Wenn Sumia und Henry zusammengehören. So, wie sieht das hier aus? Oh Gott. Das ist so vollgepackt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erstmal nach unten möchte. Aber hier sind auch so viele Gegner. Das ist echt ätzend. Ich könnte mich ja erstmal hier positionieren. Das macht nicht genug Schaden. Das macht auch nicht genug Schaden. Das macht genau genommen ziemlich genau gleich viel Schaden. Aber gut. Irgendwo muss ich ja anfangen. Also wie gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt einen neuen Charakter kriegen, weil wir haben ja teilweise wirklich, danke Ricken, sehr viele Charaktere auf einmal bekommen, zwischenzeitlich. Und das hat sich ja so ein bisschen gelegt. Tarja haben wir bekommen. Gut, Libra und Tarja haben wir zum Beispiel zusammen bekommen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel unsere nette Wyvern-Ritterin hier bekommen. Und ich hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch einen Charakter bekommen, um ehrlich zu sein. Was ich allerdings jetzt nicht wirklich schlimm finde. So, da sind 4 Stück. Ihr kommt schon ziemlich weit. Naja. Wen will ich hier wie angreifen? Da oben sind Bogenschützen. Kann ich den mal bitte markieren? Oder die Bogenschützen markieren? Weil vor denen habe ich irgendwie am meisten Angst mit meinen ganzen Pegasus-Rittern. Sind hier noch mehr Bogenschützen da? Bogenschützen, Bogenschützen. Hier unten sind keine. Okay. Ja, ne? Gehen wir erstmal hier hin. Das macht 23. Das macht 22. Das ist also ziemlich egal. Okay, fangen wir mal hier an. Die sind halt auch schon ziemlich hoch im Level. Also normalerweise denke ich mir immer bei Schlachten, wo wirklich viele, viele Charaktere drin vorkommen, dass die alle eher schwach sind. Aber in dem Fall habe ich eher so das Gefühl, dass die alle ganz schön ordentlich reinknüppeln können. Na, wobei, wo will ich jetzt wen hinhaben? Das ist so die Sache. Ich glaube, ich stelle uns mal hier hin. Dann kann der meinetwegen auf uns zukommen. Das ist mir recht egal. Henry. Wenn ich dich dahin stelle. Du kommst da nicht dran. Ihr kommt da alle nicht dran. Wobei, doch, du kommst da dran. Aber das ist nicht so schlimm, denke ich mir. Kann ich dich? Oh, er macht aber echt nicht viel Schaden, fällt mir gerade so auf. Das ist nicht gut. Also wirklich nicht. Oh, es ist alles so schwierig irgendwie, wen ich jetzt hier wie positionieren möchte. Ich glaube, ich möchte euch noch mit auf die Seite stellen. Ihr stellt euch mal hier in die Mitte. Du wartest bitte auch hier. Und... ich stelle mich jetzt zwar nicht gerne hin, aber ich muss ja mal ein paar Gegner anlocken. Von daher gesehen... Natürlich hast du mit 52% getroffen. Wobei, ich sollte mich nicht beschweren mit meinen... 10% Crits, die ich manchmal mache. So, der ist schon mal weg. Das ist nett. Du machst gar keinen Schaden. Das finde ich auch sehr toll. Also ich finde, das Schwierigste bei so einer Schlacht ist meistens der Anfang. Für mich zumindest, weil ich nie weiß, in welche Richtung schicke ich jetzt die Leute. Weil alle in eine Richtung ist immer schwierig. Du musst dich ja so ein bisschen aufteilen eigentlich. Und wer macht jetzt wie viel Schaden wo und was ist am schlausten und kriege ich noch neue Charaktere vielleicht dazu oder tauchen auf einmal Charaktere auf, die ich beschützen sollte? Ah, sehr schön. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber danke. Beziehungsweise gibt es irgendwie Verstärkung, die teilweise kommt.
Das wäre hier bei dieser Schlacht, glaube ich, auch echt böse, wenn hier Verstärkung kommen würde. Weil das sind schon so viele Gegner. Aber gut, ich bin eigentlich so ganz glücklich mit meiner Armee jetzt. Aktuell, ich meine, ich habe Elektro, oder Donner heißt es ja, Feuer, das wird wehtun, und Wind. Ah ne, Feuer habe ich gar nicht, bin auch ein bisschen verwirrt. Ich habe zweimal Donner, Entschuldigung. Ich war jetzt gerade etwas durcheinander, weil Henry ja auch Feuer hat unter anderem. Ich habe zweimal Donner, also die stärkste Magie, plus Wind, was ja teilweise sehr effektiv ist, und ein Dunkelmagier. Also ich finde, das ist eigentlich ganz praktisch. Vor allem in der letzten Schlacht, wo so viele gepanzerte Einheiten dabei waren, finde ich das schon eigentlich ganz schlau. Dann habe ich zwei Gestaltwandler dabei. Ich habe Chrom als Schwertkämpfer. Und Lonsu ist ja auch irgendwo ein Schwertkämpfer, genau wie Donny. Ich habe meine beiden Pegasus-Ritter. Ich habe Stahl auf seinem Pferdchen. Ich habe Callum quasi als Tank. Und ich habe meine liebe Wyvern-Ritterin als Wyvern-Ritterin, logischerweise. Also das finde ich schon eigentlich ganz praktisch. Das kannst... Du hast nur 74% Trefferchance. Na gut. Meine Liebe. Kriegst du das hin? Danke. Eigentlich müsste sie alles one-hitten. Ich meine, wenn du so eine Axt ins Gesicht bekommst, ne? Und alles nur an einem Tag. So hätten wir das schon mal. Könntet ihr euch vielleicht mal... Wobei... Gucken wir erstmal, was wir hier umnieten können, bevor ich mich jetzt irgendwo hin positioniere. Wenn ich mich neben denen stelle, bin ich halt auch genau in dem Radius von den Bogenschützen, ne? Na gut, gucken wir erstmal, was wir hier bekämpfen können. Ihr zuerst. Das ist doch schon mal guter Schaden, den nehme ich schon mal. Ich glaube, Fire Emblem muss aber auch viel einfach ausprobieren, was funktioniert und... Vielleicht oftmals auch so ein bisschen auswendig lernen. Also wenn man weiß, wie die Schlachten ablaufen, welche Charaktere man dazu bekommt, wann man Verstärkung bekommt und wann nicht. Ich denke, das ist schon ziemlich wichtig. So, Henry. Stell dich mal über einen entfernt. Du machst 67% Trefferchance. Das ist nichts. Dafür also, seine Magie ist noch nicht mal sonderlich stark, habe ich so das Gefühl. Aber das kommt vielleicht noch. Also da fand ich Tarja doch irgendwie stärker, aber eventuell, wie gesagt, kommt das einfach noch. Dann stelle ich euch mal hier hin und das kann dann der liebe Stahl erledigen, dass ihr auch noch ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Ich muss aber sagen, was das Spiel auch sehr gut gemacht hat, es gibt halt diese ganz, ganz wichtigen Schlachten gegen Gangrel zum Beispiel oder... als das Attentat auf Emerin verübt worden ist. Also wirklich diese Schlachten, die schon sehr entscheidend sind irgendwie. Ich glaube, ich lock die mal so ein bisschen hier hin. Zack. Und zack. Und dann gibt es wieder so ein paar, ich sag mal, Zwischenschlachten, die jetzt nicht so storytechnisch wichtig sind. Ich meine, gut, wir haben jetzt Henry dazu bekommen. Klar, das ist schon einiges. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen bösen Boss haben oder... richtig, also wir kämpfen schon um Leben und Tod, ja sicher, aber ne, ihr wisst, wie ich das meine. Es ist jetzt nicht so, dass wir jemanden retten müssen oder gegen irgendeinen Oberbösewicht kämpfen. Das ist quasi mehr so eine Zwischenschlacht, könnte man schon fast sagen. Dass die natürlich, uiuiui, das ist eine Distanz. Dass die natürlich auch wichtig sind und wir hier nicht unbedingt sterben sollten, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so dramatisch wie manche andere Schlacht. Zack. Auf die Gefahr hin, dass die Bogenschützen da hinten gleich kommen. Lass das lieber Callum machen. Und das hat das Spiel eigentlich ganz gut gemacht, dass wir diese wichtigen Schlachten so verteilt haben, dass wir dazwischen immer wieder Cutscenes haben, die teilweise ein bisschen entspannter sind, teilweise sehr dramatisch, wie bei Emerin, oder wieder mit ganz, ganz vielen seltsamen Infos gefüllt sind, wie beim letzten Mal. Und dann eben diese Zwischenschlachten hier. Also ich finde schon, dass das ziemlich gut gemacht ist. So, die Sache ist, da kommt nur der Bogenschütze dran, richtig? Und der Scharfschütze. Heißt, das macht genug Schaden. Wir nehmen uns erstmal den hier vor. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier jede Menge Verstärkung kommt aus den ganzen Festungen. Aber hier sind so viele Festungen auf dem Feld, dass ich unmöglich überall Charaktere abstellen kann. Das ist echt etwas schwierig.
So, der ist schon mal weg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier unten vielleicht Leute hinstellen möchte. Das ist so meine Sache. Schicken wir euch mal. Will ich euch da hinstellen? Eigentlich nicht. Ihr wartet da. Ihr könnt da mal ein bisschen unterstützen. Henry. Naja, ich rück mit dir mal ein bisschen auf. Und mit euch auch, weil jetzt da unten... Ja, ich habe so Angst, dass da Verstärkung kommt, ehrlich gesagt. Aber es gibt so viele Festungen auf dem Feld, wenn ich jetzt überall jemanden hinstellen wollen würde. Und ich meine, Verstärkung bedeutet ja nur zusätzliche Erfahrungspunkte. Ja gut, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Bei Callum zumindest. Die rücken alle ziemlich gut auf. Und da ist meine Verstärkung. Als hätte ich es gerochen. So, wen will ich zuerst außer Gefecht setzen? Uiuiui. Der macht aber einiges her. Wie sieht's mit dem aus? Den kann ich auch nicht ganz killen. Na gut, ich fange mal mit dir an. Die beiden können Callum da oben sowieso nichts, von daher gesehen. Sehr schön. Zack, ist der schon mal weg. Gut. Mit dem anderen werden die da schon fertig. So, jetzt ist die Sache. Wie ist es mit der Verstärkung? Du hast aber einen ganz schönen großen Radius eigentlich. Wie viel Schaden kannst du bei dem machen? Diese Trefferchancen werden immer besser. Ich merke das schon. Ich könnte dich nicht ganz besiegen. Nee. Aber ich könnte schon mal guten Schaden bei dir machen. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt schlecht. Na, Regen hat leider nicht mit angegriffen. So, das ist schon mal das. Dann könnte ich dich leider nicht ganz besiegen. Nee, das ist doof. Aber Cordelia würde es auch ganz knapp nicht schaffen. Dann kann es auch Stahl machen. Cordelia ist für mich immer so irgendwo die stärkere Variante von Stahl, die stärkere Hälfte dieser Kombination. Aber nicht in allen Fällen, wie man sieht. So. Ah, sehr schön, Level Up. Wir nähern uns. Wobei, Stahl hat mittlerweile schon wieder Teamniveau. Das finde ich ganz nett. Er war mal wesentlich weiter unten vom Level her. So, einen Angriff wirst du ja wohl aushalten, ne? Das macht... Henry macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Der braucht dringend einen Partner. So, ihr habt da unten alles im Griff. So, jetzt ist die Sache. Wie machen wir das hier? Wenn ich euch da abstelle, du kommst dran. Du kommst auch dran. Du kommst nicht dran. Ich denke mal, zwei Angriffe werdet ihr ja wohl aushalten. Das heißt, ihr könnt da warten. So, du warst schon ein bisschen stärker, ne? Das kriegt Noe auch nicht hin. Krieg ich das hin? Ich bin ja schließlich der Großmeister allen Übels. Ja, ich krieg das hin. Dann will ich den schon mal aus dem Weg haben, weil ich glaube, der könnte ganz schön übel sein. 42 KP, das ist schon einiges. Ah, sehr gut, Crom. Zack. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen leveln möchte, dass ich vielleicht einige meiner Charaktere schon mal weiterentwickeln kann. Weil viele haben ja schon 17 oder so. Deswegen. Zack. Das macht 22 Schaden. Das macht auf jeden Fall genug Schaden. Ach, ich liebe meinen kleinen Drachi. Drachi-Hype! Bin so froh, einen zu haben. Ah, gut, Donny. Perfekt. Ein Problem weniger. Achso, jetzt kommt schon die Gegnerphase. Aha. Das macht... Ach Gott. Angriff 2. Trefferchance 0%, Critchance 0%. Hallo? Das ist schon traurig. Du machst... Ach gut. Wenn ich schon sehe, dass ich zweimal angreife, ne? Ist schon vorbei.
Vor allem, wenn ein Angriff von meinen beiden schon reicht. Legt euch nicht mit dem Großmeister an. Ich liebe diesen Titel, das ist so... Ne? Ich frage mich, was Crom für eine Stufe hat. Weil der ist jetzt ja Lord. Mein Donner ist kaputt. Nein. Oh. Henry, was kannst du eigentlich? Das frage ich mich wirklich gerade. Unnötiger Crit. Aber ich bin nicht böse drum. Ich glaube, so ganz alleine ist Henry ein bisschen überfordert mit der Situation. So, da sehe ich echt schwarz. Rabenschwarz. Oh, der kann schon ein bisschen mehr ausrichten, wenn er dann trifft. Wie kann man so ein großes Kaninchen eigentlich verfehlen? So, mal ganz dumm gefragt. Ist da oben gerade Verstärkung gespawnt? Okay. Können wir den bitte ganz schnell erledigen? Weil ich will Henry jetzt nicht zutrauen, das zu machen, weil der haut nämlich garantiert daneben, so wie ich das einschätze, und dann kriegt er auf die Mütze. Das ist so ein bisschen mein Sorgenkind. So, Henry, du kannst hier warten. Da wirst du sogar geheilt. Und ihr könnt auch mal kurz hier warten. Falls da noch Verstärkung nachkommt. Dass wir das auf jeden Fall im Griff haben da unten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gescriptet ist, in welcher Runde da Verstärkung kommt und wie viel und wie oft. Vielleicht kommt da unten auch gar nichts mehr. Aber ich möchte es halt nicht riskieren, dass ich dann da unten irgendwie nur noch Henry stehen habe und auf einmal spawnen da zwei Gegner nach und dann denke ich mir so, ups! Weil er kann zwar nicht viel momentan, aber ich möchte ihn jetzt nicht ins offene Messer rennen lassen. Level up! Du hast schon 18, sehr gut. Meine Stärke beruht auf Fleiß. Das mag sein. Na gut, ihr könnt mal ein bisschen vorrücken, ruhig. So, jetzt auf der Seite. Der Bogenschütze konnte mir ja nicht wirklich irgendwas. Und du vermutlich auch nicht. Also, sie sind irgendwie schwächer, als ich gedacht hätte. Also, vom Level her waren sie eigentlich schon ziemlich hoch mit 16 und so weiter. Aber prinzipiell sind sie eigentlich gar nicht so schlimm zu besiegen. Das liegt vermutlich auch am Schwierigkeitsgrad, logischerweise. Ich denke einfach, die werden auf höheren Schwierigkeitsgraden mehr KP haben vielleicht und bessere Werte und eine höhere Trefferchance und so weiter. Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie das auf höheren Schwierigkeitsgraden so ist, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass sie dann öfters treffen und stärker sind und mehr aushalten. Beziehungsweise vielleicht sind sie auch schlauer. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Ich werde Awakening jetzt Sicherheit irgendwann mal aufnehmen. Mal höheren Schwierigkeitsgrad spielen, in Anführungszeichen, beziehungsweise auf Klassisch dann oder so. Beziehungsweise das neue Fire Emblem, was ja kommen soll, das hat ja quasi auch mehr oder weniger zwei Optionen, also zwei Seiten, eine etwas schwerere für die klassischen Fire Emblem-Liebhaber und eine für die Awakening-Leute. Und da ist tatsächlich jemand nachgespawnt. Da werde ich auf jeden Fall auch mal beides ausprobieren, ganz klar. Du kannst jetzt gerne verschwinden. Untoten sehen so übel aus. Also klar, sollen sie vermutlich auch, aber den möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Ach, Callum hat auch schon 18. Uiuiui. Nun, zumindest einer von uns ist beeindruckt. Ich bin mir sicher, deine liebe Dame da an deiner Seite ist auch beeindruckt. Das macht nicht so viel Schaden, um ehrlich zu sein. Macht Cordelia mehr Schaden? Eindeutig. Das ist sogar ein ganz schön starker Gegner, der danach gespawnt ist. Gut, dass ich da nicht weggegangen bin. Ah, sehr schön. Du haust auch nochmal drauf. Autsch. Zack. Drei Angriffe und da steht immer noch. Das ist schon übel. Und ja, wir haben alle gerade Level 18, kann das sein? Und da müsste ich vielleicht mal einen Schritt näher gehen und angreifen. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon wieder Gegner nachspawnen werden, weil ich jetzt da runtergegangen bin, aber er musste ja verschwinden.
Wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass unendlich viele Gegner nachspawnen. Das wäre dann so... Ja, von wegen, ich kann unendlich viel leveln da unten. So, wen haben wir hier noch? Da ist noch einer. Das macht nicht ganz genug Schaden. Das auch nicht, aber auf jeden Fall mehr Schaden. Wir wollen ja Lonsu auch noch mal ein bisschen leveln. Bei dem hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ihn so lange dabei behalte, weil irgendwie dachte ich mir so, danke für den Crit. Der ist so auch sehr kalt eigentlich, so, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, aber er ist doch recht interessant, finde ich persönlich so als Charakter. So, wir mogeln uns mal hier so durch. So. Und vor den Bogenschützen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Angst. Die machen zwar gut Schaden, aber ich weiß nicht. Solange ich nicht auf meinem Pegasus sitze, sehe ich die nicht so als Bedrohung an. Ach ja, da spawnen sie nach. Aber da unten jetzt nicht mehr, ne? Okay. 23. Wow, die eine niedrige Trefferquote. Wobei Callum auch keine 100% hat. Ich meine, gut, Äxte ist halt genau wie Dunkelmagie. Die treffen nicht so oft. Dennoch finde ich das immer erschreckend, wenn ich dann nur 50% Trefferchance oder so sehe. Du kannst erstmal verschwinden, bitte. Dich will ich da nicht haben. Ich mag auch die Atmosphäre irgendwie total gerne, dass manche Schlachten halt tagsüber sind und andere nachts. Ich finde, nachts ist nochmal so ein bisschen bedrohlicher, einfach wegen der Dunkelheit. Und ja, sie gestalten die Schlachten schon echt schön, muss man sagen. Besser. So. Ich komme da leider nicht wirklich hoch. Das ist so das Problem. Wobei, da kann ich genau angegriffen werden. Aber von wem? Von dir? Kann ich auch von den Bogenschützen angegriffen werden? Ja, kann ich. Ist aber nicht so schlimm. Dann stellen wir uns mal da so hin. Und ihr arbeitet euch mal hier so ein bisschen vor. Wen habe ich vergessen? Ach, euch hier unten, logischerweise. Ihr könnt mal weiter hochgehen. Ich denke mal, wenn Cordelia und Stahl da unten warten, dann reicht das. Falls da was nachspawnt, dann können die das erledigen. Ich will nur den armen Henry nicht alleine da unten lassen. Wobei, vielleicht, wenn da jetzt ewig lange nichts nachspawnt, vielleicht kommt da dann auch einfach nichts mehr. Ich werde mich vielleicht gleich mal langsam da wegbewegen. Voll daneben. Ich bin auf jeden Fall immer noch sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben so viele offene Fragen einfach. Ich meine, ich denke mir so, bislang ging es ja immer um den Krieg zwischen Elis und Plegia, weil Plegia immer noch so ein bisschen nachtragend gewesen ist, wegen dem aus der Vergangenheit, und Gangrel war ja sowieso nicht ganz dicht, ne? Das muss man so sagen. Und hinzu kam halt einfach noch, dass Grima im Hintergrund scheinbar irgendwie die Fäden gezogen hat. Von dem haben wir ja nicht so viel gehört. Also die Charaktere hier kennen ihn zwar, aber dass er gerade wirklich aktiv ist, das wissen sie ja nicht. Das wissen wir ja nur quasi, weil wir so ein paar mehr Hintergrundinfos haben als Crom und die anderen hier. Das ist okay, denke ich. Von daher gesehen, das ist das eine. Dann die Sache mit scheinbar Lucina aus der Zukunft, vermute ich einfach mal, weil muss ja, ne? Hatten wir ja schon so geklärt, die scheinbar das Schlimmste abwenden möchte. Aber sie hat ja gesagt, nachdem Emmerin gestorben ist, dass alles verloren ist. Und das schien ja erstmal nicht so. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht unbedingt das mit Gangrel das Unheil war, was sie abwenden wollte, sondern vielleicht irgendwas, was noch danach kommt. Ja gut, dann die Sache mit Valda jetzt und der zweiten Svenja. Also das war auch schon seltsam. Also da kommt doch einiges zusammen irgendwie. Also wie gesagt, das mit Elis und Plegia, okay. Das mit Lucina, was auch immer sie da versucht haben abzuwenden, das kommt ja vielleicht noch. Ja, okay, sehe ich alles ein. Aber das Intro des Spiels, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das vielleicht quasi eine Zukunftsvision mehr oder weniger war und das noch kommt. Und Lucina halt
genau das abwenden wollte, dieses Szenario, und deshalb in die Vergangenheit gereist ist. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das, was wir im Intro gesehen haben, als Crom und ich ja vermutlich dann auch gestorben sind, dass es das ist, irgendwie muss ich da hochkommen. Gehen wir auch hier hin. Dass es halt das ist, was Lucina abwenden wollte. Also das könnte ich mir, wie gesagt, schon vorstellen. Aber inwiefern das jetzt alles zusammenpasst. Also wie gesagt, wenn es nicht der Fall wäre, dass wir uns an unseren Namen und an Crom erinnern könnten, würde ich einfach sagen, okay, das Intro spielt jetzt ein paar Kapitel später und das wollte Lucina halb abwenden, ist deshalb in die Vergangenheit gereist. Das würde auch erklären, dass mit Grima, der währenddessen im Hintergrund agiert, das mit der doppelten Svenja würde es zwar nicht erklären, aber gut. Aber dadurch, dass wir uns halt daran erinnern konnten, weiß ich nicht, ob wir irgendwie, keine Ahnung, ob wir uns aus irgendeinem Grund noch so halbwegs an die Ereignisse erinnern können, die ursprünglich waren, bevor der Zeitstrang geändert worden ist durch Lucina. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles mega verwirrend. Das kann man gar nicht anders sagen. Komme ich da jetzt irgendwie hoch? Das wäre mal ganz nett. Zack. Weil Callum hat jetzt auch nicht mehr so viel Energie, um ehrlich zu sein. Hoffen wir, dass da jetzt nicht mehr so viele Leute nachspawnen. Zack. Sehr gut. Also wie gesagt, ich habe viele Bruchstücke in meinem Kopf, die schon irgendwo Sinn ergeben. Wobei, ihr könntet eigentlich auch auf die andere Seite mal hochgehen. Und hier ein bisschen unterstützen. Aber wie gesagt, ich habe noch so das Problem, das alles in meinem Kopf so ein bisschen zu ordnen, dass das alles Sinn ergibt. Aber ich versuche es zwischenzeitlich immer so ein bisschen. Und das mit Lucina zum Beispiel ergibt ja schon halbwegs Sinn bislang, wobei sie wahrscheinlich auch noch auftauchen wird und uns da mehr zu erklären wird, gehe ich mal ganz stark von aus, weil offiziell wissen wir das ja noch nicht, das weiß ja nur ich. Oh, sehr schön. Aber ansonsten ist das echt etwas verwirrend. Erfahrungspunkte, sehr gut. Achso, Henry habe ich noch vergessen. Gut. Also langsam. Mein Callum hat noch genug Energie, klar. Aber er tut mir leid, er muss da immer alles abfangen. Aber ich glaube, die Spawnwelle unten ist vorbei und an den Festungen links und rechts auch. Das ist doch schon mal ganz gut. Oh, Level 19 schon. Habt ihr gesehen, wie... Oh, es guckt gar keiner. Och, Callum. Ja gut, du greifst da an. Das tut gar nicht mal so sehr weh, wie ich gedacht hätte. Sieht immer so dramatisch aus, als wenn er mit der Axt im armen Pegasus die Beine abhacken würde. Und eigentlich passiert gar nichts. So, noch irgendwer, der auf die Nase möchte. Wobei, es wären echt weniger. Durchaus. Fangen wir mal auf der Seite an. Du kannst dich um den hier kümmern. Also nachdem jetzt so der erste Ansturm, das war das Wort, was ich gesucht habe. Nachdem der erste Ansturm weg war, ging es eigentlich. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen, wie die Gegner sich verzogen haben irgendwie. Ich habe immer weitergekämpft und weitergekämpft und habe gar nicht so gemerkt, dass das irgendwie plötzlich viel weniger Gegner sind. So, das ist super. Ihr könnt da aufrücken. So, jetzt zu der Seite. Wir kommen hier immer noch nicht wirklich hoch. Ach Leute, müssen wir hier echt ganz außen rumlaufen? Ich probier's mal. Henry, ab in die Richtung. Ihr, ab in die Richtung. Ihr, zack, einmal weghauen. Ich glaube, Callum steht echt wie eine Eins. Ich war bei Callum auch am Anfang ein bisschen unsicher, weil er ist halt sehr unscheinbar natürlich. Und ich habe mir schon so gedacht, so vom Charakter her, ob der mich wirklich so interessiert. Hört sich jetzt irgendwie böse an, aber ich habe mir so gedacht, Callum ist halt so mega unscheinbar als Charakter. Und ob der wirklich so spektakulär wird von der Charakterentwicklung her und ob der in den Schlachten wirklich so gut ist, weil, ja, weiß ich nicht. Callum hat halt, ich muss es am besten sagen, ich finde einfach, wenn du einen Wyvern-Rettern hast,
beispielsweise oder ein Magier. Das ist so mega spektakulär eigentlich und das finde ich richtig episch. Weil du dann im Gegenzug natürlich nur jemanden hast, der mit einem Schwert kämpft. Das ist natürlich nicht so mega episch wie vielleicht, wie gesagt, jemand, der noch ein paar besondere Kräfte hat. Also ich persönlich finde Magier ja sowieso total episch und Gestaltwandler sind ziemlich cool oder Wyvern-Ritter, Pegasus-Ritter. Es ist schwierig, mich zu beeindrucken, wenn man halt solche Special-Sachen nicht hat, auch wenn es jetzt doof anhört. Aber Callum hat es echt geschafft. Der ist mir sehr sympathisch geworden. So, ihr könnt euch hier weiter in diese Richtung bewegen, Richtung Boss schon mal. Henry, du kannst da stehen bleiben, da passiert dir nicht viel. Ihr könnt da warten. Das kriegen wir alles hin. Kriegen wir sogar die Schlacht heute noch fertig. Dann kommen wahrscheinlich wieder 20 Minuten Cutscene, so wie ich das Spiel kenne. Aber wir hatten halt vor der Schlacht schon ziemlich viel Cutscene, von daher gesehen. Mal gucken. Das reicht nicht. Reicht das denn hier? Auch nicht. Egal. Irgendwo muss ich ja anfangen. Los, Callum! Callum hat auch schon fast Stufe 20. Dann kann ich ihn auch entwickeln. Ich hätte nie gedacht, dass Callum einer der ersten ist, die ich entwickeln würde von... Also abgesehen jetzt von Lissa und mir und Donnie, aber von allen anderen halt. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Finde ich aber nicht unbedingt schlecht. So, ihr könnt mal hier warten. Wollen wir nächstes zusammen kämpfen? Ich wette, wir wären ein tolles Duo. Mit mir? Ganz sicher. Klasse. Ich werde mich auch mächtig ins Zeug legen. Oh, Beziehung verbessert. Sehr gut. So, du darfst auch aufrücken. So. Das Terrain ist halt ein bisschen schwierig. Wie viel Schaden machen wir dir eigentlich? Es geht eigentlich. Okay, warten wir mal kurz hier. Ihr wartet. Hier. Geht es eigentlich darum, den Boss zu besiegen oder alle Gegner zu besiegen? Ich würde mal ja auf den Boss tippen. Autsch! Einfach, weil ja so viele Gegner nachspawnen. Und auch ein Level-Up für Ricken. So, was ist jetzt der Bogenschütze? Ja, der geht natürlich auf die beiden. Aber das überstehe ich. Gerade so. Das war natürlich voll so geplant. So, kann ich jetzt erstmal dich platt machen. Chuck! Ich lege es jetzt natürlich auch darauf an, Callum auf 20 zu bringen, logischerweise. Sehr gut. So, ihr könnt euch mal da hinstellen und warten. So, Richtung Boss. Ihr könnt damit hochgehen, Henry. So, wie ist das mit dem Schaden? Fangen wir einfach mal an. Na, Prinzen töten! Nein! Einfach nein! Ah, danke Stahl, auch wenn er halb durch sie durchgelaufen ist. Aber okay. Das war doch schon mal ganz gut. Dann könnt ihr beide eigentlich den Rest machen, denke ich mir. Ja, definitiv. Okay. Er hat ein Geheimbuch dabei, habe ich gerade gesehen. Das nehme ich auch gerne. Das ist, glaube ich, Fähigkeit erhöhen oder so. Irgendwas erhöht es auf jeden Fall dauerhaft. Zack. Hätten wir das geschafft? Ja, du willst töten. Ich habe es mitbekommen. Uiuiui. Ah, du hast auch schon Stufe 19. Besser. Geschafft. Und wir haben sogar alle Gegner besiegt. Callum und Selchar, ja, so viel wie Callum abgewehrt hat. Das wird ihnen in der Leere sein. Ich dachte, es kommt immer mehr... Crom, pass auf! Was? Vater, nein! Da hatte ich meinen Plot-Twist gerade. Den Götter sei Dank, dir ist nichts geschehen. Du hast mich Vater genannt. Hab ich? Wirklich? Oh nein. Können wir unter vier Augen miteinander sprechen? Ich denke, das wäre angebracht. Ja, das denke ich auch.
Okay. Also ich hätte ja eigentlich eher gedacht, dass sie irgendwann sagt, dass sie nicht Marv heißt, sondern Lucina und sich daraus dann der Rest ergibt, dass sie halt Croms Tochter ist, scheinbar aber aus einer anderen Zeit. Aber so geht's natürlich auch, dass sie ihm das direkt ins Gesicht sagt. Jetzt bin ich gespannt. Da habe ich jetzt wohl meinen epischen Plot-Twist. Oh, diese Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Listen. Nun, ich weiß, du bist nicht der Marv, aber sonst hätte ich keinen Namen für dich. Ich werde jedoch nichts von dir erfragen, was du nicht sagen willst. Wer auch immer du wirklich bist, Illys steht zutiefst in deiner Schuld. No. Danke, aber ich glaube, ich will, dass du die Wahrheit erfährst. Good. Deine Entscheidung. Yes. Hier, schau genau hin und dir wird alles sehr schnell klar werden. Ihr Auge? The Exalt. Lucina. You deserve better from me than one sword in a world of troubles. I'm sorry. Oh Gott. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ich hätte echt gedacht, dass wir das unter anderen Bedingungen erfahren, dass wir das quasi, wie gesagt, über den Namen erfahren und nicht, dass sie ihm das direkt ins Gesicht sagt. Ja, aber damit steht jetzt offiziell fest, dass Lucina Croms Tochter ist, vermutlich aus der Zukunft, weil seine Tochter aus dieser Zeit ist ja gerade erst geboren worden. Ich habe richtig Gänsehaut. Die Szene war so schön, weil ich weiß nicht, in wie viel Zeit sie mit ihrem Vater ursprünglich verbracht hat, wenn sie in die Vergangenheit gereist ist, um das abzuändern, was passiert ist. Aber ich glaube, es war schon eine ziemliche Erlösung, ihm das jetzt sagen zu können. Und oh, ich habe so Gänsehaut. Oh, die Szene war so schön. Geht es wieder, Lucina? I'm so sorry. Ja, bitte vergib mir, Vater. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Vater. Es gefällt dir nicht? No. Das ist es nicht. Es kam nur so plötzlich. Ich glaube, es gefällt mir. Vater. Ja, es ist wirklich ein ganz ungewohntes Gefühl. Crom? Oh, Svenja, was ist los? Ihr zwei seid hier ganz allein und Marv weint? Aus solchem Stoff entstehen böse Gerüchte. Crom, ich vertraue dir. Aber warum musst du denn unbedingt mit Marv allein sein? Listen. Können wir es ihr sagen, Lucina? Ich finde, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Yes. Natürlich. Lucina? Listen to me. Svenja, das wird jetzt nicht einfach, aber das ist unsere Tochter. Hast du nicht alle Tassen im Schrank? Bist du verrückt geworden? Right. Es ist wahr. Komm her und sieh selbst. Du wirst mich sicher erkennen, wenn du genau hinsiehst. Ha, du trägst das Mal. Das Mal, das jeder aus der Blutlinie vom Haus Illys trägt. Lucinas Auge trägt ein exakt identisches Mal. Listen. Siehst du es jetzt? Nein. Wenn dies Lucina ist, was ist dann mit dem Kind im Schloss passiert? Gar nichts. Es geht ihm gut. It's all right. So ist es. Dem Kind geht es gut und es ist immer noch im Palast. Ich komme aus einer anderen Zeit. Einer Zeit, die jetzt noch nicht ist. Du kommst aus der Zukunft. Yes. Ja, knapp 20 Jahre aus der Zukunft. Kurz nachdem die Geschichte eine düstere Wendung nimmt. Ah.
let these things win. Now grab a sword and fight! Wow. Wow. Puh. Also ist jetzt, sag ich mal, für mich nichts, was plötzlich kommt, weil ich mir den Plot-Twist ja schon ein bisschen vorweggenommen habe, dadurch, dass ich halt Lucina aus Smash kannte und das Aussehen zuordnen konnte. Das ist jetzt wohl, also wenn du das nicht weißt, dann ist das jetzt wohl gerade extrem krass, das zu erfahren. Aber die Szene fand ich echt episch. Ich habe immer noch Gänsehaut. Das ist krass. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also GG's Spiel. Ich glaube, viel besser hätte man das nicht verpacken können. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute und schauen dann, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bin mehr als gespannt darauf. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Awakening. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.